war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Until Dawn und wir sind unterwegs mit Sam. Ich wollte mir eben gerade ein wunderschönes, heißes Bad einlassen, aber dann wurden wir gerufen. Das Badewasser scheint auch kalt zu sein. Was haben wir hier? Wie es scheint, können wir hier gar nichts machen. Eine Reflexion. Gut, das heiße Bad muss warten. Denn wir müssen erstmal nach unten gehen. Mal sehen, was die anderen wollen. Wow. Was war das? Irgendwas Unheimliches. So viel steht schon mal fest. Na gut, hier in der Gegend ist so ziemlich alles unheimlich. Wo geht's denn hier hin? Hier waren wir noch gar nicht. Ich wette, hier haben die Schwestern gewohnt oder geschlafen. Was haben wir hier Schönes? Ah, die Tätowierung. Eine Karte. Eine absolut unheimliche Karte. Ein Schmetterling. Welch Ironie. Gut, aber hier drüben können wir hin, oder? Hannah. Von ihrem Bruder, Josh. Schön, wirklich. Sowas finde ich schön. So ein richtiges Kinderzimmer. Teenie. Ein Liebesbrief von Mike? Ein Partnertest? Okay, ob das Mike geschrieben hat? Oder sie selbst? Wir schauen rein. Hinweis Nummer 6. Die Zwillinge. Es müssen ja unbedingt mal wieder Zwillinge sein. Zwillinge sind umso unheimlicher. Können die beiden sogar überlebt haben? Rein theoretisch, es wäre möglich. Hey, Hannah. Schwer verliebt. Ein wenig zu verliebt. Unheimlich. Haben wir hier ein Foto von Josh oder von Mike? Na, eher Josh. Ja, ein bisschen zu verliebt für meinen Geschmack. Und was bist du hier? Eine Halloween-Party von mir? 2013. Kostüme sind Pflicht. Ah, die Karte, die kennen wir doch. Diese Karte hat uns der Doktor gezeigt. Okay, alle drei haben wir eingeladen. Moment, diese Karte kommt von uns. Das könnte bedeuten, dass der Mann, den wir sehen mit den Handschuhen, möglicherweise Josh ist.
Verflucht noch eins. Was für eine unheimliche Uhr. Kann die bitte irgendjemand mal zerstören? Wäre nett. Okay, bei so einer Uhr, ich hätte keine Ruhe. Tong, 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 tong. Die ganze Nacht. Moment, ich will nochmal ganz schnell hier hin. Ich habe meine Gründe. Denn ich würde mich ganz gerne ausziehen und in die Badewanne springen. Meinen wunderschönen, nackten Körper begutachten. Kann man hier wirklich rein gar nichts machen? Die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig. Hier um die Ecke komme ich nicht, aus irgendeinem Grund. Ja, nö, hier kann man... Mm-mm, schade. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas übersehen. Nun gut, einen kleinen Ausflug ins Kinderzimmer. Ich will die Uhr zerstören. Du schaffst das, Mann. Wir vertrauen auf dich. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Es geht immer noch um den Kamin. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Moment, hier drüben war ich auch noch nie. Deswegen eine kleine Runde. Eine klitzekleine Runde. Die Führung durch das unheimliche Haus. Diese Uhr hört man wirklich überall. Die geht durch alles durch. Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Ja, ja, ganz toll, oder? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service. Findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust mich zu begleiten? Okay, wir müssen jetzt gemeinsam in den Keller gehen. Der Keller der 1000 Leichen. Hier drüben war ich doch auch noch nie, oder? Warte, Josh, gib mir eine Minute, vielleicht finde ich ein Totem und kann dir deinen Tod voraussagen. Okay, hier kommt man gar nicht durch. Aber er wartet. Ganz ein Gentleman steht brav an der Treppe und wartet. Geht voraus, vertreibt das Böse. Die ganzen Wahnsinnigen. Denn ich bin nur ein junges, hey, unschuldiges Mädchen. Hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Die sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, die brauchen nur ein, irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Okay, wir wissen, was zu tun ist. Holt die Kettensäge. Ein Foto. Und natürlich mal wieder ein Hinweis. Irgendwas Besonderes hier bei dem Foto? Anscheinend nicht. August 2013. Die Tür. Zu. Ich muss sagen, ich mag ihr Outfit. Lederjacke, Rock, Strumpfhose. Ist irgendwie cool. Irgendwie fetzig, stilvoll. Perfekt. Ich hätte wahrscheinlich kein Let's Player werden sollen, sondern Modeberater. Oder Designer. Designer, ja, das würde mir gefallen. Modedesigner. Weißt du, Sam? Ja, Josh?
Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Okay, der Keller. Der Keller. Nicht dieser merkwürdige Keller mit Chris, nein. Der tiefe Keller. Der tiefe, unheimliche Keller. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Yep. Hier will man nicht unbedingt allein sein. Ach, naja. Ich persönlich muss sagen, ich habe keine Angst vor einem Keller. Oh, ein Baseballschläger. Wieso nicht? Ist das deiner? Baseball im Schnee? Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzähl's deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Ich versuch's, aber ich bin ziemlich nervös. Nicht bewegen, stillhalten. Schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Und jetzt einfach hier hin und drehen. Sehr kompliziert. Kaum zu glauben. Aber ich hab's hinbekommen. Das passt doch super. Okay. High five. Bam. Yeah. Und das als Blondine. Klischee zerstört. Was war das? Was ist denn das? Tja, könnte alles Mögliche sein. Jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Oh mein Gott. Nicht bewegen. Was? Hinter dir ist etwas. Ja, klar. Kommt der erste Punkt. Zuerst kommt doch 30. Nein, 15. Oh, ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist...
seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Der ist absolut gleichmäßig. Wir sollten nachsehen. Ich schau nach. Ich mach das. Geh weg. Ich geh mal nachsehen. Was? Wieso? Was hast du denn, Angsthase? Nein, das ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay, wie Sie wünschen, Madam. Ich hab Balls, du Weichei. Eine Ratte? Interessiert mich nicht. Oh! Wow! Damit keiner hier reinkommt! Hey! Was? Hey. Du Wichser, du! Scheiße, Mann! Boom. Ich hab dich erwischt! Was? Oh, Mann! Schön. So ein Schwanzlutscher! Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Jokemeister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Hm. Okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Widmen wir uns deinen Gefühlen für Menschen mit Angst vor Isolation, Einsamkeit. Hast du auch diese Furcht? Moment mal, die Schlange, die Location, das tote Vieh hier drüben, alles wurde mir angepasst. Sehr interessant. Ist das wahr? Aber das zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Mein Spiel? Raus aus meinem Gehirn, Doc! Ich warne dich. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Okay, Moment mal, ja? Die beiden Dinge, die gehören doch zusammen. Ich meine, wie kann man loyal sein, ohne ehrlich zu sein? Ergibt das Sinn? Nicht besonders viel. Ehrlichkeit natürlich. Also, du sagst die Wahrheit. Auch wenn das unangenehme Folgen haben würde für einen Freund. Und was ist mit Ehrlichkeit? Und Nächstenliebe. Was nehme ich da? Man muss ab und zu Menschen verletzen, wenn es um die Wahrheit geht. Gut, Ehrlichkeit. Nächstenliebe wird überbewertet, schätze ich. Lieber sich selbst treu bleiben, anstatt anderen zu helfen, ja? Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Das war aber kurz, Doc.
Und schon ist der alte Mann müde. Verzeihung. Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen Sie Ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Na gut. Ist da jemand? Abracadabra? Wir nehmen ernst, oder? Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Klarstellen, wer braucht Hilfe oder wie können wir helfen? Ich würde sagen, wer wäre interessanter. Deswegen klarstellen. Wer bist du? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Ach, komm schon, wirklich? Hannah, Beth... Wen nehmen wir? Könnten beide sein. Ah, wir nehmen Hannah. Ja, wir nehmen Hannah. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Okay, Moment. Wir glauben wirklich daran? Wir glauben jetzt wirklich daran, dass Geister mit uns reden? Dass eventuell Hannah mit uns spricht? Wir alle? Auch Josh? Auch Chris? Chris? Gerade Chris? Na gut. Vortasten oder entschuldigen. Es tut uns so leid. Naja, wir können ja nichts dafür. Andererseits doch, wir haben diesen Streich gespielt. Das war der Auslöser. Aber wir tasten uns vor. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. Nein! Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet! Das war bloß ein Streich! Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid, Leute, was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Okay, das Ganze wird ziemlich unheimlich. Wie bist du gestorben? Wer ist dein Mörder? Erstmal schauen. Okay, wir wissen ja eigentlich, wie sie gestorben ist. Aber wer war der Mörder? Wir tasten uns weiter vor. Okay. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E, R. O.
Oh. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter, es ist nicht Ashley's Schuld. Ich kann das nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Echt jetzt? Machen wir das wirklich? Jess? Mike! Jess! Oh, verdammter Scheiß! Und jetzt bin ich wieder hier mit Mike unterwegs. Jessica, ach komm schon. Okay, wir schauen mal wieder ganz genau, denn es könnte ja irgendwo im Schnee ein Totem liegen. Die Dinger kann man sehr leicht übersehen. Jess? Schatz? Baby! Fisch meines Lebens? Jess! Meine große Liebe! Süße, bist du da drin? Mein wunderschöner Knackarsch! Jetzt komm schon, zeig dich! Wo bist du? Jess, wo bist du hin? Okay, warte, stopp! Nicht witzig! Wir gehen erstmal hier drüben hin. Es könnte sein, dass es hier weitergeht. Immer schwer zu sagen. Also, wir schauen mal hier hin. Stopp! Ja! Und... Ernst? Wow! Ah! Wow, du oh! Ficker, du! Shit! Scheiße, Mann! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Aber sowas von... Was zur Hölle hat das Ding darin verloren? Und wieso klatscht es gegen die Scheibe? Kann mir das irgendjemand logisch erklären? Was bist du? Eine Maske. Sowas trägt kein Indianer. Definitiv nicht. Er sieht eher modern aus mit den Gurten. Ich habe hier zwei Wege. Totem! Totem! Gewähre mir einen Blick. Was sehen wir? Gefahr. Die Natur will mich töten. Rot. Rot steht für Gefahr. Die böse, böse Natur. Was lernen wir daraus? Meide die Tiere hier in dem Wald. Bedeutet, ich muss hierhin. Natürlich tiefer in den Wald hinein. War ja klar, oder? Wer macht denn sowas? Wer ich macht sowas? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Ja! Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du ich will sehen. Mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald. Das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Hier ist wirklich jeder ein absolutes Arschloch. Kann das sein? So. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr. Dann solltest du
dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Okay, wir werden gejagt vom Predator und hier machen wir einen kleinen Cut. Ich weiß, es ist unheimlich spannend, aber die Folge geht schon wieder viel zu lange. Ich versuche es auf jeden Fall über eine halbe Stunde zu lassen bei jedem Part. Das ist ganz schön viel Arbeit, aber ich weiß, ihr da draußen, ihr bleibt am Ball. Gebt dem Video eine Bewertung, ihr könnt mich ein bisschen unterstützen, schreibt was in die Kommentare rein. Finde ich cool, wenn viele Leute dabei sind. Wir sehen uns in der nächsten extrem unheimlichen und spannenden Folge Until Dawn. Wie immer, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss!